Oh mein Gott, 3, 4, 2. 3, 4, 1. Hier, wie ist der scheiß Flasche drinne? Was sagst du, wie der Name war? Raymond. Es geht auf deine Rechnung, Tibor. Ja, ja. Du schuldest dem Mann $100. Da wir die Formalitäten nun hinter uns haben. Hör mir gut zu, Freund. Ich warne dich. Dass du hier bist, bringt auch mich wieder auf den Radar. Ich habe Informationen. Na, du bist ja lustig. Das Problem ist, ich kann es nicht entschlüsseln. Also komme ich zur Quelle. Shit. Also hast du mich auf den scheiß Radar gebracht. Wir waren vorsichtig. Wir? Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zu besten Freunden. Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Richtung. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu ihnen führen. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Ich schlag dir einen Handel vor. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel wegen dem Ambienten? Seit diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, der Spyware in ihr Netzwerk schleust. Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich es längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen, ohne Großalarm auszulösen. Die haben ein biometrisches Profil. Ich habe Plumpen in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Oh, tue ich das? Folge mir. Ja, dann geh mal los. Sehr hübsch hier. Du hast wirklich ein Händchen für Kunst. Das da ist eine Sprengfalle. Und wenn du sowas nicht erkennst, bist du nicht paranoid genug, mein Freund. Ich habe noch mehr davon. Tja, wenn du mich findest, ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere es auch tun. Also lass uns anfangen. Hör mal, ich habe einen echt engen Zeitplan. Je schneller wir das erledigen können, desto... Ich glaube, du verstehst dein eigenes Spiel nicht, mein Freund. In Chicago läuft eine Software, die dafür gemacht wurde, Leute zu finden. Ich weiß, wie das CTOS denkt, weil ich sein verdammter Papa bin. Und es hat immer noch mein Bild in der Brieftasche. Solange du meine biometrischen Daten nicht aus dem System nimmst, bin ich nutzlos für dich in Chicago. Und meine Kunst, wie du sie nennst, wenn du es vergeigst, muss ich auf das Echo gefasst sein? Ne? Hier, ich zeig's dir. Bereit? Achtung! Ja.
Knochen gerade. Probier's mal. Macht das nicht Spaß? Hey, wenn du dir den Arm wegsprengst, dann mache ich dir einfach einen neuen. Dein Vertrauen ist ermutigend. Oh, tut mir leid. Ist es mein Job, dich aufzubauen? Dich anzufeuern? Ich glaube, du missverstehst unsere Beziehung hier. Ich sehe Möglichkeiten. Du kannst mir helfen, ich kann dir helfen. Ich glaube, du missverstehst da was. In Jets Bar fand ich einen Alkoholiker, der alleine auf seine Vergangenheit anstößt. Ich bin keine Möglichkeit. Ich bin deine zweite Chance. Na gut. Ich glaube, ich mag dich. Aber Freunde sind wir noch nicht. Als erstes brauche ich mal etwas Bloom-Hardware. Ich bin schon eine Weile da raus. Ich muss rausfinden, wie ihre Scanner funktionieren. Du willst, dass ich bei Bloom einbreche? Nicht direkt. Irgendwer hat die Hardware bereits gestohlen. Insider-Job. Ist viel wert auf dem Schwarzmarkt. Ich habe die Typen beobachtet. Sagen wir mal, es sind echte Waffenliebhaber. Nimm eins von meinen Gewehren. Du wirst es brauchen. Fahr für mich bei der Tankstelle vorbei, ja? Die Pawnee Gangster Miliz hat etwas, was mir gehört. Also musst du da rein und mir meinen Truck holen. Ja gut. Wir haben einen Verbündeten. Ich bin am Arsch der Welt, um mich mit einem missmutigen Cyberterroristen anzufreunden. Aber ich brauche ihn. Und nicht nur wegen der Daten. Ich setze ihn gegen Damien ein, wenn es sein muss. Meinen Teil des Deals halte ich ein. Ich bin hier irgendwie falsch. Huch. So. Wir sollen bei irgendeiner Tankstelle vorbeifahren. Und uns einen Drug abholen. Das sind aber viele. Du machst es mir nicht leicht, T-Bone. Das sehe ich mir genauer an. Ups, das war das Falsche. Sei vorsichtig! Achtung! So war das nicht geplant. Such in die Richtung. Nicht zu dämlich, geh weiter. Ich bin in Position. Alles klar. Möglicher Sichtkontakt. Ich lasse ihn nicht aus dem Visier. Haltet die Augen offen. Oh, Sniper, Achtung! Also wenn das für dich ein Sniper ist, dann gute Nacht. Leute, langsam habt ihr keine Leute mehr, die checken können. Ihr solltet euch beeilen. Wir haben einen Toten. Augen auf. Scheiße. Wir müssen nach ihm suchen. Geht da lang. Sucht dort entlang. Wie gesagt, viele Leute zum Suchen habt ihr nicht mehr. Hier ist es auch hier. Mach Meldung. Dankeschön. Gab's nicht noch einen langsameren Truck? Machst du Witze? Du hast ihn tatsächlich? Ja, ich hab ihn, aber sie sind an mir dran. Fahr in seinen Wagen! Und was machen wir denn jetzt? Was soll denn das bitte heißen? Ich hätte nie gedacht, dass du den scheiß Truck wirklich kriegst. Wenn du den Truck haben willst, musst du dich schon ein bisschen anstrengen. Nimm ihn von der Straße! Okay. Locke sie in die Nähe einer meiner Skulpturen. Gib mir ihnen etwas Kunstunterricht. Da bin ich natürlich vollkommen falsch gefahren. Boah, geh mir aus dem Weg, ey. Tschüss! Tu es! So.
Wir müssen da irgendwie hoch. Gut, dass das Baby so verdammt robust ist. Und das war der falsche Weg. So. Hier lang. Da kommt Leute. Oh, ich glaube, das war wieder der falsche Weg. Nicht cool. Hier geht's also nicht lang. Schieb ihn von der Straße. Ausweichen und ja, das nenne ich mal ausweichen. Ich habe noch nie jemanden besser ausweichen sehen. Probieren wir das Ganze nochmal. Diesmal fahre ich woanders lang. Wo komme ich denn da hoch, Alter? Willst du mich verarschen? Fahr in ihn rein! Geht's hier hoch? Nee, auch nicht. Hä? Ich fühle mich leicht verarscht. Wie bin ich denn gerade da hochgekommen? Ah doch, ich bin da. Nee, bin ich nicht. Das... Das ist nicht der richtige Schrottplatz. Knall in ihn rein. Sieht aber genauso aus wie der in seinem Schrottplatz. Auch so eine komische Statue. Aber anscheinend nicht die richtige. Tschüss. Mich leicht verarscht. Na los, fahr schneller. Hä, wo ging das denn zu dem sein beschissenen Schrottplatz, Alter? Das kann doch nicht sein. Ich fühle mich mega... Hä? Jetzt machen die Reifen langsam schlapp. Schubst ihn von der Straße! Los! Oh, ist einer von den Starken, ne? Ach, hier geht's lang. Oh mein. Ja, das mir genau, das war so klar. In dem Moment, wo ich entdecke, wo es lang geht, boom, Fahrzeug tot, natürlich. Man könnte natürlich noch beschissener. Ah, Mann, sowas regt mich auf. Jetzt, ja, jetzt darf ich den Drucker noch mal holen, ey, du willst mich doch verarschen.
Zerstöre. Na komm. Na los, go, go. Hier ist es auch hier. Mach Meldung. Gab's nicht noch einen langsameren Truck? Machst du Witze? Du hast ihn tatsächlich? Ja, ich hab ihn, aber sie sind an mir dran. Wir sind vor Ort. Scheiße. Und was machen wir dann jetzt? Was soll denn das bedeuten? Fahr in den rein, los! Ich hätte nie gedacht, dass du den scheiß Truck wirklich kriegst. Wenn du den Truck haben willst, musst du dich schon ein bisschen anstrengen. Ja, ja, okay. Locke sie in die Nähe einer meiner Strukturen. Geben wir ihnen etwas Kunstunterricht. Alter Schwede, natürlich. Boah, was ist denn jetzt los? Wisst ihr, vorhin steht hier kein Schwein, jetzt stehen hier 5000 Leute.